In dem heutigen Video möchte ich mit euch zusammen über die Monster Hunter World Beta sprechen. Meine Eindrücke zum Spiel, wie es mir so gefallen hat und ein Endfazit. Viel Spaß! Als Monster Hunter World auf der E3 angekündigt wurde, hat mich das völlig kalt gelassen. Denn mit Monster Hunter World habe ich das erste Mal einen Monster Hunter Teil gespielt. Ich hatte vorher weder Berührung mit der Reihe noch mit Spielen, die einen ähnlichen Aufbau haben. Da sich mein Kumpel Dennis allerdings sehr, sehr lange mit diesem Spiel beschäftigt hat und auch sehr großer Fan der Reihe ist, wollte ich gerne an dieser Faszination teilhaben und habe mir zusammen mit ihm Torokin Kiwami und gegen Ende dann auch Torokin 2 gekauft, welches das Gameplay von Monster Hunter, ich möchte nicht sagen kopiert, aber es doch sehr starke Ähnlichkeiten aufweist. Ich hatte mit Torokin eine ganze, ganze Menge Spaß und bin somit langsam in dieses Monster Hunter-Genre, nenne ich es jetzt mal, reingekommen und habe mich dann doch ein bisschen auf Monster Hunter World gefreut und natürlich auch über die Ankündigung einer Beta, welche ich dann auch intensiv solo und auch im Multiplayer gespielt habe. In diesem Video will ich also versuchen, euch einen Eindruck zu verschaffen, wie ein Nicht-Monster Hunter-Spieler oder auch ein Nicht-Monster Hunter-Kenner das Spiel empfindet, bewertet und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich werde dieses Video in einzelne Abschnitte unterteilen und wir werden ganz am Anfang mit der Waffenvielfalt und den allgemeinen Rüstungen anfangen. Ich glaube, es gibt keinen Spieler, der in Monster Hunter nicht seine für sich beste Waffe finden wird, da dieses Spiel 14 unterschiedliche Waffenkategorien besitzt. Da gibt es zum Beispiel eine Morph-Axt, die sich transformieren kann. Wir haben Schusslanzen, zwei verschiedene Gewehrarten, Speere und viele, viele mehr. In diesem Video werde ich mich allerdings auf drei spezielle Waffen fokussieren, welche ich zu Beta-Zeiten sehr, sehr gern gespielt habe. Da wäre unter anderem einmal die Duel Kling, welche ich auch in dem Spiel Torokin sehr, sehr gerne benutzt habe. Dann wäre da einmal der Bogen und zum Schluss das Charge Blade. Die Doppelklingen sind schon fast eher unspektakulär. Wir haben zwei kleine Klingen in der Hand, mit der wir zwar wenig Schaden austeilen, allerdings auch sehr, sehr schnell zuschlagen können und als Charakter auch sehr agil bleiben. Mit dem Dämonenmodus ist es zum Beispiel sogar möglich, die Klingen mit mehr Kraft aufzuladen, um somit mehr Schaden auszuteilen und auch längere und härtere Schlagkombos auszuführen. Ich halte diese Waffe für eine doch sehr einsteigerfreundliche für Leute, denen das Ausweichen vielleicht etwas schwerer fällt, was in dem Spiel natürlich eine essentiell wichtige Fähigkeit ist. Einfach draufkloppen und man wird schon irgendwie was fürs Team leisten. Der Bogen ist logischerweise eine Fernkampfwaffe. Mit diesem bleiben wir etwas weiter weg vom Geschehen, ist sehr gut gegen Flugmonster und kann mit dem Drachentöter eine verheerende Attacke losbrechen, die, wenn man sie richtig einsetzt, massiven Schaden am Monster verursachen kann. Und dann wäre da noch das Charge Blade. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Schwert-Schild-Kombination, wo das Schwert durch Schläge mit Energie aufgeladen wird. Diese kann man in das Schild hineinladen, um dann gegen Ende eine verheerende Attacke ausführen zu können, die auch ordentlich Wumms hat. Bevor wir uns jetzt aber in die extreme Action stürzen, möchte ich auf die Spielwelt, die Grafik und die Animation in Monster Hunter World eingehen. Grafisch ist es wirklich ein wunderschönes Spiel und wie ich mir von Monster Hunter-Kennern habe sagen lassen, auch das bisher schönste Monster Hunter, das existiert. Grafik und Spielwelt spielen hier übrigens Hand in Hand, da diese Spielwelt wirklich, wirklich, wirklich schön ist. Es macht teilweise wirklich Spaß, sich einfach nur mal umzugucken und die ganze Szenerie auf einen wirken zu lassen. Was wirklich am krassesten ist an der Spielwelt, ist, dass sie sehr lebendig wirkt. Du hast halt auf einer Karte ja dein Hauptziel, allerdings hast du auch so viele andere Monster, die dort einfach leben, die dort rumlaufen, die grasen, die trinken. Du hast Fische im Wasser, du hast immer irgendwo etwas, was lebt, sich bewegt, macht, tut.
Und das schafft eine wirklich sehr glaubhafte Atmosphäre. Und zusammen mit der Grafik spielt das wirklich sehr gut Hand in Hand. Auch animationstechnisch muss ich sagen, ist Monster Hunter World wirklich ein sehr gelungenes Spiel. Die Monster haben wirklich nachvollziehbare Bewegungsmuster. Die Bewegungen sind sehr flüssig, sehr natürlich. Und es gibt halt ein stimmiges Gesamtbild aus Spielwelt, Grafik und Animation, welches mich hat wirklich in der Beta stark staunen lassen. Ja, und dann kommen wir natürlich auch schon mal zu den Kämpfen. Vor Beginn einer Quest könnt ihr euch aussuchen, in welchem der vielen verschiedenen Lager der großen Spielkarte ihr spawnen wollt. Besonders gut natürlich, wenn man als erfahrener Jäger schon weiß, wo genau die Monster leben. Denn jedes einzelne Monster hat seinen eigenen Bereich, wo es lebt und ja, seinen Alltag nachgeht. Und so kann man das halt ein bisschen planen, nicht so viel Zeit mit der Suche verschwenden, um so einfach schneller an sein Ziel zu kommen. Startet man die Mission allerdings zum ersten Mal, ist es wichtig, Spuren zu lesen. Die Monster hinterlassen Abdrücke oder je nach Monster auch andere Spuren, die man aufsammeln kann, um dieser Fährte dann am Ende zu folgen. Wobei einem so ein Schwarm leuchtender Glühwürmchen, nenne ich sie jetzt mal, behilflich ist, welche dann in die Richtung des zu vermutenden Monsters schweben. Ich mag das System dahinter. Ich habe mir allerdings sagen lassen, dass das wohl in den anderen Teilen doch etwas besser gelöst war, beziehungsweise etwas, ja, schwieriger, Schrägstrich, besser gelöst war, da für wirkliche Monster Hunter Veteranen sich das wie eine zu stark vereinfachte Version des Monstersuchens anfühlt. Ich hingegen muss sagen, gerade als Neuling, finde das jetzt nicht unbedingt störend und begrüße es, dass mir da ein bisschen, ja, geholfen wird. Auch wenn es Glühwürmchen sind. Hat man das Monster gefunden, wird es auch so gleich mit einer, ja, netten Kamerafahrt hervorgehoben. Diese kann man allerdings ausstellen, sollte einen das stören. Ich hingegen musste die Monster natürlich nicht jetzt unbedingt ständig suchen, denn ich hatte alle drei natürlich schon besiegt. Außer beim letzten, da bin ich doch ein bisschen durch den Dschungel geirrt. Hier nochmal an der Stelle eine wunderschöne Spielwelt. Ich hatte doch tatsächlich da immer das Glück, bevor ich die erste Spur finde, dass das Monster schon sofort, ja, mir quasi entgegenkommt. Vielleicht kann es aber auch daran liegen, dass ich schon genug Spuren eingesammelt hatte, um die ganze Sache, ich möchte es jetzt nicht vereinfachen nennen. Allerdings kann man diese Würmchen, die einen den Weg weisen, aufleveln, dadurch, dass man von einem Monster genug Spuren sammelt. Bemerkenswert ist hier an der Stelle auch, dass die Monster nie an derselben Stelle sind. Allein den großen Jagras habe ich einmal aus dem Wald kommen sehen, einmal stand er einfach auf der Wiese, einmal war am Strand und hat gerade ein Viech vertilgt. Meistens vertilgt es immer gerade ein Viech. Und einmal war es etwas weiter am Wald in der Nähe seines Nestes. Daher musste ich tatsächlich dann aber erst durch Spurenlesen hinkommen. In Monster Hunter World gibt es keine Lebensanzeige, was mich natürlich schon mal erstmal sehr erstaunt hat. Tatsächlich setzt das Spiel darauf, dass das Monster durch seine Bewegung und sein Verhalten dem Spieler anzeigt, in welchem Stadium es sich befindet und inwieweit es verletzt ist. Das heißt also, ihr müsst für jedes Monster ein Bewegungsmuster lernen, wie es angreift, wie es sich verhält, wenn es wütend ist und ja, wenn es wirklich kurz vor Ende steht. Also ein humpelndes Monster sollte eigentlich für jeden ein klares Signal sein. Und damit sind wir auch bei der Kategorie Kampf. Und das ist ebenfalls eine große Stärke von Monster Hunter World. Es wird im fertigen Spiel eine riesen Anzahl Monster geben, die es zu jagen gilt. Jedes verhält sich anders. Jedes hat ein anderes Angriffsmuster. Und ihr habt dann auch noch 14 verschiedene Waffen, mit der es immer wieder unterschiedliches Gameplay gibt, um die Monster dann schlussendlich zu Fall zu bringen. Allein nur ein Monster mit 14 verschiedenen Waffen zu töten, birgt eine unglaublich große Vielfalt des Gameplays, weil ihr mit jeder Waffe einfach anders agieren müsst.
Und dazu spielt, wie anfangs ja auch schon erwähnt, das Monster an sich ja auch noch eine Rolle, wo ich auch merken musste, dass nicht jedes Monster mit jeder Waffe gut legbar ist. Einige Waffen eignen sich einfach nicht ganz so gut für bestimmte Gegner. Das Kampfgefühl an sich ist großartig. Ich habe zwar nie Erfahrung mit Monster Hunter gesammelt, aber ich habe Videospielerfahrung und ich muss sagen, es fühlt sich sehr großartig an. Egal welche Waffe du in der Hand hast, du hast immer das Gefühl, dass etwas passiert. Wenn du große Waffen in der Hand hast, merkst du, dass du ordentlich Schaden machst. Dazu braucht es die Schadensaufplopp-Anzeigen auch nicht. Auch am Monster selbst sind bei Angriffen deutliche Spuren deines Angriffes zu sehen, was auch nochmal ein sehr, sehr guter Trefferindikator ist. Ebenfalls ist es möglich, dem Monster einzelne Körperteile abzuschlagen. An dieser Stelle ist es auch ganz wichtig, immer den Schweif des Wesens abzutrennen, da dieser extra Loot für das Endgame bietet, welches du dann irgendwann brauchst, um Waffen und Rüstungen zu erstellen. Selbst die ganze Umgebung kann man mit ins Kampfgeschehen einbinden. Man kann ihn in Lianen verstricken lassen, man kann Felsbrocken vom Himmel abschlagen, um sie auf das Monster fallen zu lassen und mit Sicherheit noch eine ganze andere Dinge mehr, die ich einfach noch gar nicht gesehen habe. Ich glaube, das Schlimmste, was dir dann aber während des Kampfes passieren kann, während du schon diese gewaltige Abwechslung hast, ist, dass sich ein anderes Monster in den Kampf einmischt. Denn es kann passieren, dass du während deines Kampfes das Monster in einen Bereich treibst, in das es nicht hingehört. Wir hatten schon ja erwähnt, dass auf einer großen Karte mehrere Monster leben in ihren verschiedenen Bereichen. Sollten sie es allerdings wagen, in das Territorium von einem anderen Monster sich zu begeben, kommt es zu einem glorreichen Kampf, in den man nicht unbedingt gerne mit hineingeraten möchte, wenn man nicht sogar das Pech hat, dass beide dann auf einmal auf einen einprügeln. Und wenn das alles noch nicht genug ist, hat man auch immer noch einen kleinen Katzenbegleiter bei sich. Dieser unterstützt euch während des Kampfes und es ist mir sehr oft aufgefallen, dass wenn meine Lebensleiste niedrig ist, hat die Katze selbstständig so kleine Moskitos zu mir getragen. Ich weiß nicht genau, wie die hießen, allerdings ist es so, dass wenn man diese Moskitos tötet, beziehungsweise ihren großen Bauch zum Platzen bringt, dann kommen dort Sporen raus, die einen Gesundheit verleihen. Im Kampf natürlich jetzt nicht unbedingt mit so einem Riesenmonster vom Vorteil, nach so kleinen Insekten zu suchen, wobei klein ist hier relativ. Und das muss man dann an dieser Stelle gar nicht. Während du dich einfach voll auf diesen Gegner konzentrieren kannst, sorgt diese Katze einfach dafür, dass du nicht stirbst und bringt dir halt selbstständig solche wichtigen Sachen, was ich sehr, sehr cool finde. Es ist sogar möglich, dass sich dein Katzenbegleiter mit Katzen in der Welt anfreundet und diese dann als Fallen fungieren können. Solltest du das Monster also in ihrer Nähe treiben, dann werden deine ganzen Katzenfreunde dafür sorgen, beziehungsweise was heißt dafür sorgen? Sie können das Monster mit Lianen bewerfen und es somit an Boden festnageln. Und du hast so dann die Möglichkeit, dich vielleicht zu erholen, wenn es gerade kritisch wird, oder halt wieder sehr viel Schaden auf das Monster zu machen. Es ist egal, wie oft ich dasselbe Monster mit derselben Waffe jage. Es spielt sich halt immer wieder anders. Es kann mal sein, dass du viele Umgebungsobjekte benutzt. Vielleicht verhält sich das Monster aber auch mal anders und du hast halt nicht so viele Möglichkeiten. Vielleicht weichst du einem Treffer nicht gut genug aus, musst dich öfter heilen. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, gerade natürlich auch im Multiplayer. In diesem Video ist es mir leider nicht gelungen, so ein Aufeinandertreffen zweier Monster aufzuzeichnen. Ich muss an der Stelle aber auch sagen, dass ich es nicht provoziert habe. Denn ich möchte ungern, wenn ich so unterwegs bin und an diesem Boss sitze, noch mich mit einem zweiten rumschlagen. Natürlich kann es sein, dass dieses Monster dann einem hilft, weil es dem Gegner halt dementsprechend einen von Latz gibt. Mir war das Risiko aber zu groß und ich habe mir gedacht, hey komm, wenn es keins auftaucht, egal, Hauptsache ich habe meine Quest erfüllt. Kommen wir jetzt zum Looten. Natürlich kann ich hier an der Stelle durch die doch sehr umfangsarme Beta noch nicht viel zum Looten an sich sagen. Dennoch weiß ich, wie es funktioniert. Nämlich so ähnlich wie in Torokiden, beziehungsweise genauso.
Während man also in dieser Welt herumstreift, um das Monster zu finden, um das es in dieser Quest oder allgemein um die Jagd geht, kann man eine ganze Menge Sachen einsammeln, aus denen man zum Beispiel Tränke machen kann. Und auch das Monster an sich lässt, wie im letzten Dings ja schon erwähnt, unglaublich viel Loot fallen, besonders wenn man es schafft, den Schweif abzutrennen. Und mit diesem Loot baut man sich neue Waffen und neue Rüstungen, unter anderem. Bedeutet nichts anderes, als dass wenn ihr eine bestimmte Rüstung oder eine bestimmte Waffe haben wollt, Monster Hunter zu einem Grindfest wird, was aber auch den Reiz des Spiels ausmacht. Einfach immer wieder dasselbe Monster jagen, immer wieder ausluten, bis man das Item bekommt, was man braucht für seine brandneue Waffe, um dann am Ende so glücklich zu sein, dass man direkt das nächste Viech platt macht. Schon nur Turukin eine ziemliche Suchtspirale, immer wieder denselben Gegner noch schneller erlegen zu können, um dann am Ende mit seiner Rüstung dazustehen, um stärker zu werden und dann gewappnet zu sein für die noch stärkeren und noch größeren Monster. Also, was ist mein Fazit zu Monster Hunter World? Ich muss sagen, dass die Beta nicht unbedingt jetzt langweilig wurde, allerdings hat man einfach viel zu schnell viel zu viel gesehen. Der Anteil, der in der Beta ist, deckt nicht mal ansatzweise alles ab, was im fertigen Spiel sein wird. Ihr habt von jeder Waffenkategorie unglaublich viele Waffenvariationen, denn für jedes Monster gibt es eine eigene Waffe bzw. eine eigene Waffenoptik, da ihr die Waffen ja aus dem Monster baut. Genauso natürlich auch die Rüstung. Die große Spieler-Hubwelt, / Stadt, habe ich leider in der Beta nicht erkunden können. Die konnte man aber schon in Gameplay-Trailern sehen, bzw. bei den ein oder anderen YouTuber. Ein riesiges Gebilde, wo ihr einfach so viele Sachen machen könnt. Gilden treffen, Arm drücken, ihr könnt dort zur Schmiede, um euch die Waffen und Rüstung machen zu lassen. Ihr könnt dort essen, um Buffs zu bekommen. Hätte ich vielleicht auch in einem anderen Punkt mal erwähnen sollen, dass das geht. Und einfach so viel mehr. Und ich habe die Stadt in dem Trailer gesehen, die sieht einfach so großartig aus. Ich hätte sie gerne mal in der Beta besichtigt, das war allerdings leider nicht möglich. Schade. Ich muss sagen, ich freue mich wirklich wie Sau auf das Spiel. Wird mein erstes Monster Hunter und ich denke, dass ich da eine ganze, ganze Menge Spaß mit haben werde. Gerade natürlich auch mit meinen Kumpels oder jetzt auch mit meinem Bruder, den ich jetzt, naja, ein bisschen angesteckt habe. Einfach losziehen, Monster jagen, looten und ja, gemeinschaftlich wirklich eine großartige Zeit haben werden. Ich denke, das Spiel hat tatsächlich Potenzial zum Spiel des Jahres. Denn es sieht gut aus, es ist unglaublich vielfältig, es macht einfach Spaß und ich befürchte, dass ich da in eine Suchtspirale geraten werde, aus der ich eigentlich auch nicht unbedingt raus möchte. Ich freue mich wie Sau auf das Spiel und deswegen will ich abschließend sagen, was haltet ihr von dem Spiel? Habt ihr die Beta gespielt? Und natürlich, wie fandet ihr das Video? Ich habe mir da doch ein bisschen Mühe gegeben. Ein Feedback wäre also wirklich cool. Heißt also, wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gerne diesen Kanal, falls ihr noch ein paar Videos sehen wollt. Unter anderem zu Monster Hunter werden eine ganze Menge Videos, denke ich mal, kommen. Ich bin damit erstmal raus. Ich freue mich auf den 26. Januar, wenn das Spiel endlich draußen ist. Vorbestellt schon längst in der Super-Duper-Mega-Edition. Und dann würde ich sagen, fröhliches Monster jagen. Bis dahin, haut rein und tschüss.